Ja, hallo YouTube, Charles Kamm Start, heute mit einem neuen Video und zwar heute gibt es mal wieder GTA 5 und heute eine Special-Episode. Und zwar, wir werden heute wahrscheinlich das Extremste machen, was wir bisher überhaupt gemacht haben. Und zwar, wir werden das schlimmste Verbrechen in GTA 5 machen. Viele von euch werden es wahrscheinlich kennen, wenn man hier so ein bisschen ausrastet, dann kommt natürlich die Polizei und versucht euch entweder umzuballern oder euch zu verhaften. Und es ist das maximale Fahndungslevel, was man bekommen kann, 5 Sterne. Wir werden aber heute so ein schlimmes Verbrechen begehen, dass wir insgesamt mit 100 Fahndungslevel gesucht werden. Und was dann passieren wird, ich habe keine Ahnung, was da genau passieren wird, Freunde. Es ist wirklich ein Top-Secret-Crime, ihr dürft davon niemandem was erzählen. Und ich würde mal sagen, lasst uns erstmal mit unserem Fahrzeug losfahren. Das Problem ist, wir haben eine G-Klasse. Das Ding ist aber, Freunde, wenn wir diese Mission erfüllt haben und uns dann, keine Ahnung, wir 100 Fahndungssterne haben und die Polizei uns sucht, wird diese G-Klasse nicht ausreichen. Wir brauchen ein besseres Auto. Wir brauchen ein schnelleres Auto. Ich würde mal sagen, wir fahren jetzt erstmal zu der Reichensiedlung und werden uns da einige Häuser ausspähen, werden einbrechen und werden uns richtig... Was wollt ihr da hinten? Okay, es könnten... Oh, oh. Bist du Zeuge? Okay, wir müssen die ausschalten, Leute. Wir müssen die ausschalten. Bleib stehen, bleib stehen! Oh, was? Was? Oh, scheiße. Okay, Top Secret, wir müssen weg hier. Von diesem Plan dürft wirklich niemand etwas herausfinden. Sobald die Polizei informiert wird, klappt es nicht mehr. Wir werden nie wieder schaffen, 100 Sterne zu bekommen. Und deswegen erstmal Abfahrt hier, schnell weg. Wir haben nichts gemacht, niemand hat was gehört. Schall gedämpft, hat man doch gehört. Guckt euch an, wo wir hier angekommen sind. Hier wohnen nämlich die Reichen und Schönen in Los Santos. Und ich glaube, der ein oder andere von denen wird wahrscheinlich ein dickes Auto haben. Ich hoffe auf Lamborghini. Lamborghini wäre geil, die sind auf jeden Fall sehr schnell. Und ich glaube, die Polizei, wenn wir da mit 350 über die Autobahn ballern, die werden nicht so schnell. Oh, okay, wir werden mal hier kurz ein bisschen Offroad. Nee. Also ich würde sagen, oh, da steht sogar jemand. Oh, ein dicker Porsche. Aber Porsche, sage ich ganz ehrlich, Leute, was hupst du denn hier die ganze Zeit? Beruhig dich doch mal. Porsche ist zu schlecht. Wir müssen uns eine dickere Villa raussuchen. Eine dickere Villa mit dickeren Autos. Ich sag euch, das, wo wir hier gerade sind, das ist die superreichen Gegend. Also das da vorne waren ja nur gerade mal Millionäre gewesen. Aber ich glaube hier, alter Schwede, hier wohnen definitiv Milliardäre. So, ich würde mal sagen, also das ist hier wahrscheinlich das maximal krasseste Grundstück, was man hier überhaupt haben kann. Okay, wir werden das Auto mal hier an der Seite auf dem Parkplatz parken. Und dann müssen wir uns auf das Grundstück raufschleichen. So, dass uns niemand bemerkt. Und dann werden wir mal gucken. Vielleicht in die Garage einbrechen. In die Garage einbrechen und das teuerste Auto klauen. Also, die müssen eine dicke Karre haben. Guckt euch mal bitte das Ding hier an. Holy moly, geht das Tor auf? Das wäre ehrenhaft. Ja, ich bin hier der Gärtner. Okay. Oh, okay, okay. Oha! Hier steht schon die erste Karre. Nice. Ich glaube, hier sind auch gar keine Leute. Das ist sehr gut. Oh, das ist nicht schlecht. Theoretisch könnten wir uns das Auto klauen. Aber gut, ich will gucken, Leute. Oha, was steht denn bitte da hinten? Warte mal. Digga, ist das... Oh, yes! Lamborghini Aventador. Tschüss, diese Karre brauchen wir. Das Problem ist nur, die Frage ist, wir müssen die Frau irgendwie ausschalten. Wir müssen uns anschleichen und die einfach aus... Nee, ich hab einen Plan, was wir machen. Wir suchen einfach Arbeit. Ich will hier Gärtner machen. Ich werde die Frau fragen, ob wir vielleicht anfangen können als Gärtner. Ganz unauffällig. Gar kein Problem. Oh, sind zwei Frauen. Das wird ein bisschen schwierig. Ich hoffe, wir können die eventuell ausschalten, ohne dass irgendjemand etwas mitbekommt. Guten Tag. Hallo. Hallo, MC Ente mein Name. Ich würde mich hier gerne als Gärtner bewerben. Bei wem muss ich mich denn da melden? Junge Frau, bei Ihnen... Oh, ein schickes Auto haben Sie hier. Oh, scheiße, Mann. Oh mein Gott. Oh, ist der neu? Ist der neu? Hallo? Ist der neu? Oh, sorry, sorry. Bleiben Sie stehen. Stehen bleiben. Scheiße, scheiße. Okay, okay, scheiße, scheiße, scheiße. Oh, welche? Schnell rein, schnell ins Haus rein. Alle ganz ruhig, alle auf den Boden! Auf den Boden, habe ich gesagt! Wo sind die Autoschlüssel? Wo sind die Autoschlüssel? Bleiben Sie! Oh, beruhigt euch. Ganz locker. Oh, ein dicker Geldsack hier.
Oh, was? Swati! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Digga, wir müssen zu dir. Oh. LOL! Bruder, was ist das für ein Swat-Team hier? Leute, es gibt. Er ist richtig gepanzert. Was hat der für eine Waffe? Der hat Laserwaffen an oder was? Oh, Freunde, wir müssen schnell suchen. Wir müssen die Leute nach den Autoschlüssel durchsuchen. Ich brauche den Schlüssel für den Lambo. Bruder, hast du den Lambo-Schlüssel? Wer hat von euch. Sagt mir, wer hat den Lambo-Schlüssel? Du hast ihn nicht? Okay, dich verschone ich. Vielleicht hat ihn wirklich irgendjemand anderes dabei. Jemand, der hier durchgedreht ist. Oh Gott, Hubschrauber kreisen übers Haus. Gar nicht gut. Oh. Hast du den Lambo-Schlüssel? Oh, ich glaube, wir haben ihn gefunden. Oh. Okay, raus hier. Hau ab. Okay, schnell raus. Schnell ins Auto einsteigen. Und dann weg hier. Oh, sehr gut. Wir haben die Karre, Leute. Jetzt können wir es machen. Okay, der Gärtner, der juckt sich dafür gar nicht, was hier gerade passiert ist. Jetzt müssen wir aber los. Bevor die Polizei davon Wind bekommt. Ich glaube, das war so ein Home-Security-Spot oder so. Aber keine Ahnung, die sind ja komplett durchgedreht. Oh Gott, ist ja schnell. Alter, geht hier ab. Freunde, Aventador. Easy peasy. Sehr gut. Okay, Leute, wir haben die Karre. Und jetzt werden wir zu der Mission fahren. Und wenn wir die Mission absolviert haben, glaubt mir, dann ist hier die Hölle los in Los Santos. Nämlich heute spricht der Bürgermeister von Los Santos. Und ihr glaubt nicht, was passiert, wenn ich da komischerweise auf einmal plötzlich reinplatze. So, nämlich hier oben am Observatorium ist heute das Treffen vom Bürgermeister. Und, okay. Alter, was ist denn hier bitte für ein Aufgebot? Okay, wir werden uns das Ganze erstmal ganz entspannt angucken. Ich werde hier ganz normal parken. Ich bin auch hier so ein Pressetyp. Schönen guten Tag. Oh, lol, hier ist sogar Militär. Lol, guck mal bitte, wie das abgesichert ist. Schönen guten Tag. Ich wollte mir hier die Rede vom Präsidenten anhören. Ich mache nichts hier. Ja, weiterfahren. Lol, guck dir mal bitte diese fette G-Klasse hier an. Das Auto vom Präsidenten. Die sind echt gut ausgerüstet. Ich komme nicht gleich lang. Ah, ich gehe mal hier ganz zu langsam beim Militär vorbei. Okay, die haben hier auf jeden Fall auch dicke Buggys am Start. Und da vorne ist auch gerade schon, er ist gerade schon bei der Rede am Halten. Da oben wahrscheinlich für den Notfall noch ein Helikopter. Und, oh lol, was ist mit dem Flugzeug da hinten? Okay. Ganz ruhig, beruhigt euch hier. Hier passiert schon nichts. Hello, Mr. President. Oh, Secret Service geschützt. Gut, okay, Leute. Um 100 Fahndungslevel zu erhalten, müssen wir jetzt leider die Mission durchziehen. Wir müssen uns entfernen von dem Ort. Wir müssen es jetzt durchziehen. Schönen guten Tag. Keine Videos von mir. Ins Fahrzeug rein. Die richtige Position suchen. Und dann wird's abgehen. So, Leute, wir haben hier einen sehr... Oh Gott, die Polizei hat uns entdeckt. Nein. Die Polizei hat uns entdeckt. Ich wollte gerade sagen, wir haben hier einen sehr guten... Okay, er ist down. Die Polizei hat mir bekommen. 100 Fahndungslevel. Oh mein Gott, aber ab. Weg hier. Okay, jetzt wird hier die Hölle los sein. Ach du Scheiße, was geht hier ab? Die sind hinter uns. Wir müssen schnell. Wir müssen raus. Raus. Was ist das? Ach du Scheiße, die haben hier. Leute, geht. Oh, hier steht das Militär. Grüße gehen raus. Die haben mich gar nicht mitbekommen. So schnell sind wir. Wir müssen ab zum Flughafen. Werden wir es schaffen, 100 Fahndungslevel zu entkommen? Oh, ich glaube... Oh, ist das hier schon die... Ah, okay. Das sind hier gerade mal ein paar einzelne Fahrzeuge. Die müssen wahrscheinlich erstmal informieren, was da abgegangen ist. Was ich ja... Oh, ja. Okay, beruhigt euch mal. Bleibt mal ganz locker. Bisher noch keine Straßensperre. Oh, ja, Leute. Stell dich einfach auf die Straße. Ist natürlich sehr clever. Boah, jetzt rasten sie langsam aus. Ich denke mal, die werden sich jetzt nach und nach alle sammeln. Aber geht bisher noch. Oh, scheiße, Straßensperre. Leute, er hat Laserwaffen. Oha. Jetzt drehen die durch. Die Polizei hat Laserwaffen. Und hier unten ist jetzt auch FIB. Wir müssen nur aufpassen. Ach du Scheiße, Hubschrauber auch über uns. Oh, shit. Komplette Straßensperre. Gar kein Problem. Ja, Jungs. Ja, hallo. Mit Laser schießen die auf mich. Grüße gehen aus. Zwei Helikopter auch in der Luft. Ganz locker. Ihr kommt eh nicht hinterher. Macht entspannt. Ja, oha, beruhig dich. Wir kommen bisher gut durch, weil es relativ kleine Straßensperren sind, muss man sagen. Oh mein Gott. Oh, Gottes Willen. Die haben die komplette Straße dicht gemacht. Mit Laser.
Die Polizei ist ausgerüstet mit Laserwaffen. Was geht hier ab, Alter? Beruhigt euch mal. Okay, warte mal, ich muss probieren, ein bisschen hier Gassen zu fahren, dass sie wirklich nicht hinter uns herkommen. Das wäre ganz nice. Okay, die Heli, ja, können wir vergessen. Ich höre schon die ganze Zeit die Helikopter. Okay, 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 jetzt drehen sie komplett durch. Da ist die nächste Straßensperre. Wir müssen hier auf die Autobahn fahren. Kommen da wahrscheinlich nicht lang. Wir sind aber gleich am Flughafen. Wir haben ja auf jeden Fall den richtigen Weg eingeschlagen. Vielleicht, wir müssen aufpassen. Nämlich irgendwo haben die bestimmt auch ihre Nagelbänder ausgelegt. Jungs, Jungs, mal, ey, mach doch Platz hier. Ich habe keine Zeit dafür. Oh, wir müssen schnell sein. Unser Flugzeug ist gerade im Landeanflug. Oh, wir müssen gucken, dass wir das stellen. Aber hier das Problem. Beim Flughafen ist die ganze Militärpräsenz noch mal ein bisschen stärker. Komm wieder durch, bitte, bitte, bitte. Ja, die kommen durch. Wichtig. Komm, wir müssen... Ah, wir haben hier falsche Abfahrt genommen. Guckt euch. Lol, was ist denn das hier für ein Panzer, den die haben? Junge, die kommen hier richtig mit so einem Räumungsdienst. Lol, die haben sogar... Nein, 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 nein. Die haben ein richtiges Militärfahrzeug. Ey, geht weg, geht weg! Junge, der Lambo hält richtig viel aus. Also, ich sag euch ganz ehrlich. Oh, lololololol, beruhigt euch, beruhigt euch. 100 Fahndungslevel. Man bekommt die nur weg, wenn man wirklich die Insel verlässt. Wir müssen zusehen, wir haben jetzt hier ein bisschen verfahren. Beruhigt euch, beruhigt euch. Ja, hier schön als Schutz nehmen. Jackpot. So, und jetzt geht's zum Flughafen. Den Weg kenne ich hier. Oha, die. Nein. Die drehen richtig durch. Macht mal Platz hier. Straßensperre umfahren. Gar kein Problem. Wir sind natürlich clever. Oh, nein, nein, nein. Nein. Oh Gott, beruhigt euch. Oh, Alter, was geht hier ab? Was? Oh Gott, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Guckt euch das an. Der ganze Transporter ist voll. Am Flughafen hier ist die Hölle los. Ich will nicht wissen, wie viele Polizisten hier gerade stationiert. Ach, du grüne Neune. Die kommen jetzt selbst schon mit Militärfahrzeugen. Beruhigt euch mal bitte. Ja, wir haben es gleich geschafft. Wir kommen rauf. Wir kommen rauf. Jackpot. Rüber jetzt die Mitte kriegen. Ja, wichtig, 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 wichtig. Komm, komm, komm. Oh. Wichtig, hier über die Mitte rüber. Und jetzt schnell hinten zum Flugzeug fahren. Hinten zum Flugzeug. Oh, die Bullen sind hinter mir. Scheiße, scheiße, scheiße. Wo ist das? Da ist das Flugzeug. Okay, ab nach North Jenkins. Wir schaffen es, wir schaffen es, wir schaffen es. Ab rein, 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 rein. Ah, Gottes Willen, ich bin so dumm, ich bin so dumm. Oh, Bruder, mach kein Auge. So, wir müssen jetzt den Vogel noch. Oh mein Gott. Das, Alter, das ist so ein Räumungspanzer. Oh, lass mich in Ruhe, schieß bitte nicht auf das Flugzeug. Jungs, ich verschwinde. 100 Fahndungslevel sind mir doch zu viel. Abfahrt. Oh mein Gott, das Flugzeug ist so lahm. Digga, ich dreh durch. Das Flugzeug ist so lahm. Was ist mit dem Flugzeug los? Ich kann nicht starten mit dem Ding. Komm, starte, 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 starte. Oh, Gottes Willen. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind in der Luft. Wir sind in der Luft. Ab geht's nach North Jenkins. Und da werden wir dann hoffentlich die 100 Fahndungslevel verlieren. Ich hoffe es so, ich hoffe es so. Okay, Leute, wir haben es fast geschafft. Wir sind fast entkommen. Hier ist schon North Jenkins. Oh, yes, yes, yes. Leute. Es ist unglaublich, aber wir sind entkommen. 100 Fahndungssterne. Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben, Leute. Falls ihr 200, falls ihr noch mehr Fahndungslevel sehen wollt, Leute, schreibt es unten in die Kommentare rein, falls ihr mehr GTA 5 sehen wollt. Lasst kostenlos ein Abo da und lasst natürlich ein Like da, Freunde, dass es euch gefallen hat. Das soll es gewesen sein mit die guten Allzeit GTA 5. Here we go. Haut da rein, ruft ein Standard zu dem Skill. Ist it.